Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Wir können die Skullcrusher Mountains betreten, aber zuerst würde ich ganz gern noch eins machen. Das habe ich jetzt die ganze Zeit irgendwie vergessen in den ganzen Dings. Wir haben nämlich... Wo habe ich sie denn hin? Sofern ich sie finde... Hä? Da ist noch das drin... Wir haben doch den Mage Bane. Zauberstab irgendwo gelassen. Den haben wir doch vorhin mitgenommen. Wen habe ich denn den gegeben? Ja, ja. Iolo hat ihn gehabt. So, weil der Mage Bane... Der ist nämlich gar nicht mal schlecht. Der macht 9 Schaden. Das ist mehr als diese zum Beispiel Schwerter der Defense. Hat genauso eine große Reichweite und macht noch Magieschaden. Und zieht ja Mana vom Zaubernden ab. Den würde ich jetzt auf jeden Fall irgendjemandem geben. Wir, hätte ich gesagt, bleiben bei unserer Peitsche. Dupré hat schon ein Dingsschwert. Magic Schwert. Iolo, Shamino hat dieses Waffe hier. Der bleibt definitiv auch drin. Das heißt, einer von diesen dreien hier. Jetzt muss ich mal schauen. Magic. Das Magieschwert macht 7. Das macht auch 7, aber das macht halt noch mehr Schaden. Ich glaube, ich würde in dem Fall tatsächlich das hier rausmachen und ihm diese Waffe hier geben. Ich glaube, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. So, nun, da das erledigt ist, können wir hier endlich mal reingehen und uns hier mal ein bisschen umschauen. Ja, nette kleine Stadt. Beziehungsweise man kann auch eigentlich sagen, kaputte kleine Stadt. So. Ah, da hat jemand was gesagt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da haben wir Zellen. Da haben wir was. Ja, da kommen wir gleich rein. Hier draußen. Okay, da geht es auf jeden Fall rein. Was ist hier mit hier runter? Ah ja, wir müssen so oder so rein. Da haben wir gar keine andere Wahl. So, was haben wir da alles? Da haben wir... Die greifen uns tatsächlich an. Okay, das scheinen böse Gwannis zu sein oder wie auch immer. Auf jeden Fall greifen sie an. Das heißt, ich wehre mich definitiv. So. Na gut, sonst haben wir hier nichts. Außer, dass wir hier schlafen könnten. Da geht's erstmal wieder raus. Wir wollen aber erstmal hier noch drin bleiben. Da können wir drin bleiben. Okay. Das lassen wir jetzt erstmal. Was haben wir da so alles jetzt hat? Spektralorb. Kann man die benutzen? Nee. Da haben wir das Gwannihorn unter ein Energiefeld. Den können wir aber nicht wegmachen, weil so einen Zauber haben wir nicht dafür. Ja, das ist einer von diesen wenigen Zauber, die uns noch fehlt, die wir in anderen Teilen ziemlich früh hatten und hier noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Da haben wir noch ein Dings. Mhm, was er so alles geklaut hat. Da haben wir den Spektralorb. Fluxanalyser.
Wand of Stone. Okay. Also, dieses Teil hier. Philafantras Dings. Nehmen wir mit. Den soll man später noch brauchen. Dann haben wir hier diesen Fluxkompensator. Analyser. Und mit dem sollten wir das schwarze Schwert wieder reparieren können. So. Damit sollte das schwarze Schwert, das vorher kaputt war, weil der Dings gefehlt hat, wieder repariert sein. Aber ich verstehe immer noch nicht genau, woran man es merkt, ob das Ding... jetzt repariert ist oder nicht repariert ist oder dass es überhaupt kaputt war. Das habe ich bisher noch nie richtig kapiert gehabt. Naja, gut. So, mit dir kann man, glaube ich, reden, oder? Oder auch nicht. Okay, auf jeden Fall will er Hilfe haben. Ja, wir können ihn ja mal befreien. Wir haben ja ein Unlock Magic. Und dafür greift er uns gleich an. Yay. Toll, oder? Aber bei dem hier finden wir nämlich zwei neue Drachenzähne. Oh, ziemlich viel zu lesen. So, Drachenzähne. Dann hätte ich gesagt... einer. Und Nummer 2. Das heißt, wir haben jetzt halt 7 Zielorte. Davon 2, wo wir noch nicht wissen, wo sie hingehen. Sobald wir wieder mal so ein Dings finden, können wir das ja mal ausprobieren, wo die hingehen. So Schnellreisedings wäre nicht schlecht und wenn das hier in der Nähe wäre, wäre das noch besser. So, gut. Dann das Horn brauchen wir später noch, können wir aber nichts machen. Dann können wir mal diese Schriftrolle lesen. Woraufhin hier jemand aufsteht, ja toll. Das ist was cool, Leo. Von denen haben wir ja auch schon gehört gehabt. Vengeance? Ja, wir haben einen Magebane. Aber nicht den, sondern den. Eigentlich nicht, weil die Zauberer... den, wo er uns geben will, den können wir nämlich schon. Nö. Er hätte uns sowieso angegriffen. Aua. Vielleicht ist hier eine... ach. Leute, es greift der Wolfste voller den Dings angreifen, der hier draußen ist. Und der uns komischerweise erwischt. Warum erwischt er uns? Wie dem auch sei, wir nehmen jetzt den Schlüssel von ihm mit. Oh Mann, keine Ahnung, warum der uns jetzt erwischt hat hier. So. Ach, durchs Blasrohr und irgendwie sehr seltsam. Lass uns mal außen rumgehen und den schnell mal erledigen. Der kann aber wirklich überall reinschießen. Ist doch mal wirklich nett, ha? Und gleich noch so ein Dings. Ja, hier geht's einiges. Hier geht's wirklich zur Sache. So,
Nachdem das jetzt erledigt ist, heilen wir vielleicht noch schnell Dupré. Und dann können wir weiterschauen. Da geht's in den nächsten Raum rein. Hier geht's noch in den Raum rein. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Dann schauen wir mal kurz hier rein. Ein Geist. Kann man mit dem reden? Ich speichere lieber mal. Und Shift-Rolle, Translation, okay. Ach, der hat uns ein Buch zurückgelassen. Wie cool. Über die Pinguine aus dem Norden. Aha, okay. Na gut, so viel da dazu. Schauen wir uns hier nochmal an. Noch mehr Geister. Wer bist du denn? Cessinzio. Mhm. Ja, stimmt, das ist ja auch die Stadt des Chaos. Okay, vielen Dank für das nette Gespräch. Habt ihr auch noch was anderes? So, sonst nichts mehr. Die Adas. Ja, das sehen wir, dass vier Stück hier sind. Okay. So. Haben wir mit dem schon geredet? Ist gerade etwas schwierig, also die zu Frau zu kriegen, die mit denen wir schon geredet haben oder mit denen wir noch nicht geredet haben. Ach ja, dieser Krieg, wo da existiert zwischen denen. Okay, ich glaube, das war's mit diesen Geistern. Ich glaube, ich habe mit allen geredet. Ich hoffe es jedenfalls mal. Mit dem rede ich jedenfalls nicht, mit dem Feuerelementar. So. Schauen wir uns noch weiter um. Da unten war noch eine Dings gewesen. Redet der Geist mit mir? Und die Seelen des Chaos wollen mit uns helfen, okay. Chaos muss also wiederhergestellt werden. Ist ja auch klar,
wenn wir das Gleichgewicht wiederherstellen wollen. Ja, okay, vielen Dank. Nette Geister hier. Meint man eigentlich gar nicht, dass Chaos so nette Leute haben kann. Das sind ganz normale Fässer. Aber da ist nicht wirklich was drin, mit dem ich was. Naja, okay. Vielleicht das hier können wir vielleicht mitnehmen. Und das hier können wir vielleicht mal mitnehmen. Aber die anderen Fässer, die rühre ich ehrlich gesagt nicht an. Passt schon nicht mehr. Das da auch nicht. Nee, passt gar nichts mehr. Damit sind wir, denke ich, wieder mal versorgt. Gut. Damit sollten wir erstmal wieder versorgt sein. So, davon nehmen wir nichts mit. Halt, der Ausgang war im Norden. So, dann können wir mal die nächsten Gebäude uns noch anschauen. Das ist auf jeden Fall hier. Oh. Rydion's Wann. Da haben wir es ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir den hier brauchen. Ich glaube, wir brauchen den wahrscheinlich hier nicht. Aber der kommt mal zu uns zurück. Damit ist wieder ein Gegenstand fertig. Das Zauberbuch hätten wir auch schon finden können, das noch fehlt. Das war irgendwo im Gebirge in Furnace beim Trollking. Aber das stört gewesen und es wäre explodiert, wenn wir es benutzt hätten. Und uns fehlt ansonsten nur noch das Glasschwert. Kann man eigentlich auch getrost mittlerweile vergessen. Wir wüssten sowieso, wo wir was kaufen könnten. Und noch der Blackrock Ordnungsschlange, so rum. Und das soll eigentlich Stefano haben, weil der geklaut worden ist. Und das sind eigentlich die zwei einzigen Dinge, die uns noch fehlen. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Können wir hier noch reingehen? Das sieht auch aus wie in so ein Vorratsraum. Mit Fackeln, nichts, nichts. Oder beziehungsweise weitere Fackeln. Das sind ganz normale Fässer. Yep. Die sind alle ziemlich, ziemlich leer. Also hier ist eigentlich nicht wirklich was drin. Nun gut. Da geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Damit bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diesen Weg hier zu folgen. Können wir mal hier reinlaufen? Sprechen wir mal kurz. Verschlossen, verschlossen. Aber auch nicht wirklich was drin, was wir wirklich brauchen könnten. So. Okay, dann geht's mal weiter. Bis dahin haben wir mal alles soweit. Ja. Soweit alles abgesucht. Okay, Feuerelementare wieder, die uns den Weg blockieren. Hallo? Ich komme hier nicht mehr weiter. Ich hänge. Ah, oh Mann. Manchmal hasse ich diese Brücken hier. Ich hänge irgendwie jetzt. Irgendwie an einer unsichtbaren Mauer oder wie auch immer. Bin ich jetzt hier vollkommen gehangen. So, haben wir hier im Süden was? Nein, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da geht's auch nicht. Doch, nein, geht's auch nicht lang. Können wir uns dieses Gebäude hier mal anschauen. Ja, und da oben haben wir wieder einen Weg. Alles klar, wir haben noch ein Feuerelementar wieder. Ja, von denen gibt es hier zu Haufen. Aber der Lava ist es ja auch nicht unbedingt. Es ist eigentlich klar, dass es die hier gibt.
So, hier haben wir nichts. Die sehen ehrlich gesagt noch relativ, ja, frisch aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Ansonsten ist hier wieder mal nichts. Nun gut. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als diesen Weg zu folgen. Ein Feuerelementar, nee, zwei Feuerelementare wieder zu erledigen. Und das nächste Gebäude anzuschauen. Das ist das hier, da gibt es sogar eine Schriftrolle. Aber die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.